Shopping Kings, mein Name ist Caro und das ist GoKeepers und heute gibt es wieder ein neues Video. Wie gesagt, bis zum WM-Finale gibt es jeden Tag ein neues Video. Die Uhrzeit ist noch ein bisschen chaotisch, weil ich ab und zu 19 Uhr, 18 Uhr, aber auch 14 Uhr hochlade. Deswegen einfach, wenn ihr nichts verpassen wollt, abonnieren und die Glocke aktivieren. Ganz, ganz wichtige Sache. Ich weiß, eigentlich sollte heute das Video online kommen, wo ich gegen Mirko Rosic in der Adidas Base Berlin mich battle. Aber ich muss das Video hier vorschieben, weil es mich richtig ja, wütend gemacht hat, was gestern Abend in der Zeitung gestanden ist. Was genau, erfährt ihr jetzt vorab. Wenn ihr mir gleich zustimmt, gebt einen Daumen nach oben. Wenn ihr mir gleich nicht zustimmt, gebt einen Daumen nach unten. Ich möchte wirklich, dass jeder hier, der zuschaut, sich diese 5 Sekunden Zeit nimmt und dieses Video hier bewertet mit Daumen nach oben und Daumen nach unten. Ich möchte mal schauen, wie die GKZ King Gang zu diesem Thema steht. Welches Thema genau, erfahren wir jetzt. Leute, ich habe gestern in der Zeitschriftenabteilung die Bild-Zeitung gesehen. Und darauf war ein riesen Gesicht von Mesut Özil und dort stand es sowas wie DFB-Ultimatum, Mesut Özil, bla bla bla. Es geht um das Thema Mesut Özil, worum denn sonst? Die letzten Tage sehe ich das überall, sei es hier im Internet, sei es im Kiosk, sei es was weiß ich, im TV. Keine Ahnung, es ist überall das eine Thema. Mesut Özil, bla bla bla, ist dran schuld, bla bla bla, Bild mit Erdogan, bla bla bla. Und darum geht's heute, es geht um dieses Riesenthema, was mich richtig, richtig krass wütend, aber auch verletzt hat, weil, warum, ja, sag ich jetzt. So, ich würde mal sagen, ich fange mal ganz hinten an. Was ich mitbekommen habe, was ich dazu zu sagen habe, wie ich es finde und. Vorab, es ist alles hier meine eigene Meinung, es ist aus meinem Kopf heraus. Wenn du es nicht so findest, wie gesagt, gib einen Daumen nach unten und schreib deine Meinung unten in die Kommentare. Wenn du findest, ja, ich habe recht, Daumen nach oben und trotzdem auch deine Meinung in die Kommentare. Eventuell hast du 2, 3 Punkte, die nicht mit mir kompatibel sind. Let's go! So, angefangen hat es ja, als Mesut Özil und Gündoğan von Erdogan, dem türkischen Präsidenten eingeladen worden ist und die beiden haben daraufhin auch ein Bild mit ihm gemacht. Ein Bild. Özil, Gündoğan, Erdogan. Ein Bild. Wenn einer gewusst hätte, dass dieses Bild so einen riesen Aufruhr macht, glaube ich nicht, dass dieses Bild gemacht worden wäre, weil es ist auch zu groß gemacht worden, diese Hektik, dieser Hate um dieses Bild herum. Ich kann verstehen, dass Erdogan in diesem Land nicht gut gesehen ist. Klar, die Medien berichten tagtäglich nur Schlechtes über Erdogan und diese Menschen hier in diesem Land finden auch keine Zeit, sich selber zu informieren und nehmen die ganzen Sachen, die ganz groß in den Medien stehen, offensichtlich und für wahr, was nicht korrekt ist, weil alles, was hier im Internet steht, muss nicht richtig und wahr sein. Es sind trotzdem auch sehr, sehr viele Fehlinformationen oder auch Hasspropaganden im Internet zu sehen. Und diese hier ist ebenfalls so eine. Aber ich möchte in diesem Video nicht über dieses politische Thema Erdogan reden, mehr darum, was dieses Bild mit Erdogan bewirkt hat, weil das macht mich sehr, sehr wütend. Dieses eine Bild sorgt dafür, dass jetzt vor allem nach dem WM aus für Deutschland Özil im Zielfeuer steht und überall attackiert wird. Es wird bei ihm die Schuld gesucht, warum Deutschland es nicht in die K.O.-Phase oder auch nicht für den nächsten WM-Titel gereicht hat. War das Deutsch? Ich hoffe, es war Deutsch. Wenn nicht, dann lebt damit. Özil wird schuldig gemacht dafür, dass Deutschland schlecht war in der WM. Und das ist sportlich gesehen der komplett falsche Ansatz. Und das sollte auch ein Oliver Bierhoff komplett wissen, weil es ist so die komplett falsche Seite, Özil dafür verantwortlich zu machen, weil dieser Mann muss wissen, dass Fußball ein Teamsport ist. Teamsport. Es sind 11 Menschen auf dem Feld pro Team und diese 11 Menschen gewinnen oder verlieren zusammen. Und es kann nicht wahr sein, dass wenn das Team Misserfolg erreicht hat, dass einer dafür schuldig gemacht wird, weil wenn einer schlecht spielt, haben die anderen 10
zu sorgen, dass diese schlechte Leistung kompensiert wird. Wenn ich früher im Feld nicht gut war, dann mussten die Vordermänner noch mehr Gas geben, um mich aus der Scheiße zu retten, weil wir ein Team sind. Wir sind ein Team. Das ist doch normal im Fußball so. Also ich hab sehr selten in der Kreisliga, Bezirksliga, Verbandsliga, Oberliga gesehen, dass nur ein Spieler für das komplette Spiel verantwortlich gemacht worden ist. Selbst wir lernen in der Jugend schon Teamsport. Wir gewinnen und verlieren als Team. Wir machen einen Kreis von dem Spiel und motivieren uns. Aber es kann nicht wahr sein, dass nach dem Spiel ein Bierhof, ein was weiß ich, sich in den Medien auskotzt, dass dieser Spieler schlecht war oder dass die Entscheidung, ihn mitzunehmen, die schlechte war. Ja, dann hast du versagt, mein Freund, weil du und dein Team, Löw und sein Team, sie stellen das Team, ne? Sie stellen das Team, was die WM gewinnen soll. Und ganz ehrlich, wenn man schon anfängt, Spieler niederzumachen, dann ist man bei Werner, bei Neuer, bei Kroos, bei Rudi, ja, muss man auch was sagen, ne? Muss man was sagen, Leute. Da muss man auch was sagen. Weil Neuer hat ein Jahr lang nicht gespielt, steht plötzlich im Tor der WM als Nummer 1. Ter Stegen denkt sich so, why, ich verstehe die Welt nicht mehr, ich habe eine gute Leistung gebracht. Aber Neuer ist Neuer, dankeschön, er spielt so oder so. Er kann von mir aus auch 3 Jahre nicht spielen. Neuer spielt trotzdem, er ist unser Kapitän, Bock, er hat nichts gebracht. Rudi, sorry, nichts gegen Rudi, aber der ist einfach kein Fußballer für mich. So, du guckst die andere Nation an und du hast niemals einen Rudi im Team. Ein Kroos, ja gut, der hat ein wundervolles Tor geschossen in der letzten Minute, was Deutschland quasi den Arsch gesaved hat. Aber es ist ja vollkommen egal, dass er davor miserabel gespielt hat. Und sogar im letzten Spiel gegen Südkorea, der Pass, der zum 1-0 führte, kam von seinem Fuß, von seinem Bein und deswegen war es kein Abseits. Also er hat eine WM gespielt, die war komplett Müll und wegen einem Tor wird er wieder hochgelobt. Na, dankeschön. Aber natürlich, ich will jetzt nicht anfangen, wie die ganzen Medien einen Schuldigen zu suchen. Ich möchte sagen, man gewinnt und verliert als Team. Özil war eventuell nicht stark genug, nicht gut genug. Ich finde so oder so, dass Özil mir in dem Verein mehr gefällt als in der deutschen Nationalmannschaft. Ich finde die Leistung dort nicht so stark wie in seinem Verein. So, aber ich mache ihn nicht schuldig dafür, dass er und dass die deutsche Nationalmannschaft nicht weit gekommen ist. Überhaupt nicht. Ich sage, das Team war nicht bereit dazu, überhaupt die Berechtigung zu haben, in der K.O.-Phase der diesjährigen WM zu spielen. Das Team war einfach nur Müll. Sané war einfach nicht dabei und das ist für mich auch ein Riesenpunkt, warum die deutsche Nationalmannschaft ja nicht gut genug war. Sané hat gefehlt. Was denkt ihr? Unten in die Kommentare reinposten. Bevor ich noch länger darüber rede, Statement: Özil ist für mich nicht dran schuld, dass die deutsche Nationalmannschaft nicht in den K.O.-Phasen vorhanden ist. Für mich ist das Team dran schuld und ich hoffe, dass ihr der gleichen Meinung seid und ich hasse diese ganzen Nachrichten, die ich hier lesen muss, in den sozialen Netzwerken, auf Spiegel, Fokus und online, die diesen Mann hier schuldig machen wegen einem Bild und dieses Bild, darauf kommen wir jetzt zu sprechen. Man muss mal ganz ehrlich sagen, Erdogan lädt diese 2 Menschen ein und macht mit ihnen ein Bild. Und ganz ehrlich, jetzt mal bitte Hand aufs Herz. So, ja, sie spielen für die deutsche Mannschaft, aber jeder weiß doch, dass sie auch Türken sind. So, es ist doch nicht wegzudenken, nur weil man im Fußball für die Deutschen spielt, heißt es nicht, dass du als Mensch dich nicht auch stolz gegenüber deiner Herkunft zeigen darfst. Seit wann rechtfertigt dieses Fußballbusiness, dass du deine Herkunft vergisst? Überhaupt nicht. Ich fand es eine sehr gute Aktion von den beiden, dass sie dieses Bild gemacht haben. Es war abseits vom Fußball, die haben sicherlich in diesem Moment nicht an Fußball gedacht. Als sie dort waren, waren sie als Menschen bei Erdogan. Sie waren als Türken bei Erdogan, weil ihre Herkunft die Türkei ist. Ganz ehrlich, wenn in Polen mich der Präsident einlädt, dann bin ich auch dort und mache ein Bild und denke nicht irgendwie nach, dass es irgendwie uncool für Deutschland kommt, überhaupt nicht. Ich zeige Dankbarkeit für die Einladung und ich bin stolz darauf, mit diesem Mann ein Bild machen zu dürfen, weil es mein Präsident ist. Klar, ich bin auch irgendwo Deutscher, ich bin halb Pole, halb Türke, bin aber hier aufgewachsen in Deutschland, bin sehr stolz und glücklich hier aufwachsen zu dürfen, weil es ein sehr schönes Land ist und es geht wundervoll hier. Aber das, was in den Medien passiert, ist überhaupt nicht wundervoll. Weil ganz ehrlich, ich finde es einfach nur sehr peinlich und schrecklich, dass es keine Besserung zu damals gibt. So, na klar, zu damals meine ich zu den Hitlerzeiten.
zu den Judenverfolgungen, Holocaust und, und. Klar, auf den Straßen wird nicht mehr nach der Minderheit gejagt, eingesperrt und ins KZ gebracht, überhaupt nicht mehr. Aber was da draußen in der Online-Welt passiert, in den Medien passiert, im TV passiert, das ist ja auch Verfolgung. Da wird ein Özil, wenn er mal gut spielt, ist er ein Deutscher, wenn er schlecht spielt, ist er Türke und verantwortlich für die Niederlage, für das K.O. aus, für die WM aus. Das ist Rassismus. Ich weiß auch, dass die ein oder anderen Kampagnen, die Özil oder Gündogan als Bild hatten, halt nicht mehr gekommen sind. So, nee, wir machen halt Özil und Gündogan nicht auf Plakate, weil die beiden bösen Buben haben mit dem Erdogan ein Bild gemacht. Da denke ich mir einfach nur, Rassismus. Die ganzen Artikel, Rassismus. Das ist doch, spielt Özil gut, ist er Deutscher, spielt er schlecht, ist er Türke und verantwortlich dafür. Ganz einfache Sache, das ist Rassismus. Man bemüht sich jeden Tag, Woche für Woche, Jahr für Jahr, nicht mehr mit der damaligen Zeit in Verbindung gebracht zu werden, aber ist heute kein Deut besser. Und nur weil es damals die Juden waren, heißt es nicht, dass man jetzt auf die Türken, Flüchtlinge, Araber, Polen, Polen waren auch Juden, dass man auf die anderen Minderheiten gehen kann, Schwarze, was weiß ich so. Rassismus ist Rassismus. Sobald du eine Minderheit besonders gut oder besonders schlecht behandelst, bist du Rassist. Weil Mensch ist Mensch, wir sind alle gleich. Ein Schwarzer wird genauso bald wie ein Weißer, ein Türke genau wie ein Deutscher, ein Moslem wie ein Christ. So, wir sind alles Menschen und sobald du eine Minderheit besonders gut oder schlecht behandelst, bist du Rassist. Wenn man Witze über Schwarze nicht machen darf, weil sie schwarz sind, mach nicht Witze über Schwarze, das ist rassistisch. Nein, ist es nicht. So, wenn wir uns über normale Menschen witzig machen dürfen, dann dürfen wir uns auch über Schwarze, Araber, Türken, Polen, was weiß ich, Italiener und was weiß ich lustig machen so. Wir sind alles Menschen, wir sind ein Geschöpf, wir sind alles Kinder von Gott. Und wir haben kein Recht dazu, hier irgendwie einen mit Menschen besonders gut oder schlecht zu behandeln, nur weil er anders ist. Allein das anders ist schon so, oh. Und hier ist es ganz, ganz krass zu sehen. Vor allem rege ich mich darüber auf, über dieses ganze Ding, weil vor ein paar Wochen, Thema Echo, wurde sehr groß in den Medien preisgegeben, oh nee, das darf nicht sein, Kollege darf nicht diese Line rappen, ich bin stärker definiert oder besser definiert als KZ-Insassen, was weiß ich so. Kaum geht's über die Juden, wird richtig viel Heckmeck gemacht und Trubel und was weiß ich, der Echo wird abgeschafft und, weil es um die Juden geht, aber ein Özil, der Türke ist, der mit Erdogan ein Bild gemacht hat, wird hier in den Medien gehetzt, wird angegriffen, wird als Zielscheibe benutzt und das ist okay? Nein, das ist genauso Rassismus. Es ist Rassismus. So, ja, es ist kein Jude, aber fuck off, es sind alles Menschen hier. Es regt mich einfach total auf. Vor allem ich als polnischer Staatsbürger, meine Uroma war im KZ, meine Uroma war Opfer vom Holocaust, sie hat überlebt. Wie genau, weiß bis jetzt kein Mensch in der Familie so. Sie ist eines Tages ohne Gewissen, ohne quasi Erinnerungen zur Vergangenheit auf der Straße gestanden. Long story. Aber ich bin auch familiär Opfer gewesen vom Holocaust und bin trotzdem hier in diesem Land. Fühle mich eigentlich sehr, sehr wohl und habe mich durch diese Line keineswegs angegriffen gefühlt. Aber ich fühle mich angegriffen, wenn diese Lines so krass verteidigt werden, was ich auch nicht... Es ist nicht schlimm, es war natürlich eine gut gemeinte Aktion. Hey, wir müssen deutlich zeigen, dass wir nicht mehr die von damals sind. Aber das, was jetzt passiert, ist ein klares Geständnis zu der Zeit von damals. Es ist genauso schlimm, wie ich finde. Klar, man ist nicht mehr auf der Straße und verfolgt die Minderheit. Man steckt sie nicht mehr in KZ. Nein, man steckt sie jetzt in Bildzeitung, man steckt sie in Spiegel Online, Focus Online, ins TV und tut sie dort öffentlich angreifen. Man bringt sie nicht um, aber man macht mindestens Rufmord. So, es ist kein böse Absicht gewesen und ich könnte noch viel länger drumherum diskutieren. Leute, ich hoffe, ihr versteht, was ich euch damit sagen möchte. Ich möchte sagen, dass wir nicht viel besser sind in diesem Land als zuvor 1945, Holocaust, Hitlerzeit, was weiß ich. Wir sind nur in einem Punkt nicht besser, nämlich wir verfolgen die Menschen nicht mehr auf der Straße. Nein, wir verfolgen die Menschen auf dieser Online-Plattform, was sehr, sehr traurig ist, vor allem als ein Mensch wie ich, der lieben gern sagen kann und tut, dass Deutschland ein sehr, sehr schönes und sicheres, wundervolles Land ist. Meine Familie
geht's gut, mir geht's sehr gut, ich habe einen guten Job, ich bin gesund und munter, ich muss nicht um. Mir geht's einfach gut, wisst ihr so, mir geht's wundervoll in diesem Land, in einem sehr schönen Land, aber das hier ist ein Punkt, der unbedingt gebessert werden muss. Rassismus ist noch richtig krass vorhanden, ich persönlich bekomme es zu spüren, die Menschen hier bekommen es zu spüren, ein Ösi bekommt es zu spüren, aber die ganzen anderen Menschen hier, upsala, blicken das nicht. Sie sehen das große Ganze nicht. Sie sehen die Bäume vor lauter Wald nicht. Ne? Ist einfach so. Leute, bitte jetzt die Zeit nehmen und kommentiert eure Meinung unten in die Kommentare. Gebt einen Daumen nach oben, wenn ihr mir zustimmt. Wenn nicht, einen Daumen nach unten. Ich hoffe, ich habe nichts vergessen. Falls ich etwas vergessen haben sollte, wie gesagt, wir diskutieren hier stundenlang, den ganzen Tag von mir aus in den Kommentaren. Mein Name ist Caro, das ist GoKeepers. Wir sind Kings, du bist King, ich bin King. Abonnieren, liken, teilen und kommentieren. Bis zum nächsten Mal. Bleibt sportlich. Ciao.